Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Ich bin mal wieder für euch laufen, weil ich euch dieses geile Bergkit vorstellen will. Viel Spaß! Und da bin ich wieder geduscht, das Rig ist sauber und damit kann ich es euch auch vorstellen. Ja, das ist das Jungle Rig der holländischen Streitkräfte, auch der aktuellen Streitkräfte. Ich bin mir nicht sicher, ob das an alle Kräfte ausgeliefert wird oder nur an das Corps Marinier, also die Marines der Holländer. Ich habe das in einem Laden gefunden und bin da schon eine ganze Weile recht spitz drauf. Zum einen, weil ich schon immer ein Beltkit haben wollte, ein britisches. Mir das normale Dienstliche von denen aber irgendwie hat zu mir meistens DPM-Tarnung und hat auch so ein Aufschiebesystem, was mir nicht gefällt. Und die Modelle von GG Bacon oder Bacon oder wie auch immer die heißen, also so Custom-Modelle, mir deutlich zu teuer sind. Dieses Modell, so wie es hier ist, mit allen Taschen, mit dem Hüft- und Schultergurt, 65 Euro, da kann man wirklich nichts falsch machen, sage ich. Also, Beltkit. Hier mal die Variante der Holländer. Mal ein kurzer Exkurs zum Thema Beltkit. Ich hatte das schon mal bei dem Koppeltragesystem-Video angesprochen. Ne, verlinke ich direkt mal. Nichtsdestotrotz, ein Koppeltragesystem, ein Beltkit, ist so alt wie das Militär selber. Könnt ihr auch gerne mal in den Podcast reinhören. Ich habe das Thema schon mal mit Nico besprochen. Der Vorteil von einem Beltkit ist, dass man einfach wirklich viel Material, und das werdet ihr gleich sehen, ich zeige euch so ein bisschen, was hier drin ist, dass man sehr viel Material mitnehmen kann und ist gerade für abgesessene Infanterie und für alles, was abgesessen ist, natürlich gut. Dadurch, dass man aber um die Hüfte natürlich relativ breit wird, ist es nichts für enge Gänge oder jetzt klassisch Grabenkampf, klassisch Ortskampf. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, was soll man denn sonst noch machen? Aber dafür ist es tatsächlich aus meiner Bewertung weniger, weil man wirklich breit wird damit, ja, also um die Hüfte herum. Man kann viel Material transportieren, aber auch um in ein Fahrzeug rein und rauszukommen, auch dafür ist es nicht geeignet. Deswegen, so wie die Holländer das machen, dass man das im Dschungel benutzt, ist natürlich deutlich zweckmäßig. Ja? Also man braucht vielleicht nur einen kleinen Rucksack und das ist auch die Variante. Man kann auch einen Rucksack hier drüber tragen. Hier mal gezeigt mit dem kleinen Assault Pack des US Marine Corps. Aber man kann auch einen Shortback Rucksack, also einen etwas größeren Rucksack, der nur einen kurzen Rücken hat, da draufsetzen. Ein Alice Frame vielleicht sogar auch. Ja, das müsste man mal ausprobieren. Das kommt wieder darauf an, wie man sich das Modell einstellt. Also, ein Beltkit vielleicht outdated, aber ich wollte unbedingt mal die Variante ausprobieren und deswegen zeige ich euch jetzt mal, was das so kann. Und wir fangen an, wenig spektakulär mit dem Schultergurt. Ja, das kann man hier gut sehen. Ist der klassische, wie man es von den britischen Beltkits kennt. Ja? Also man hat eine Art H-Riemen, einen H-Riemen, der hier nochmal an den Seiten verstärkt ist, sodass man wirklich relativ viel Gewicht damit tragen kann. Ja? Der Hüftgurt ist schon eher, ja, ich will nicht sagen was Besonderes, aber als Unterschied zu dem britischen Modell, ja, was auch quasi ein Gürtel ist, auf den Taschen aufgeschlauft sind, ist das hier eine Ebene, ja, auf der die verschiedenen Taschen aufgebracht sind. Bei den, ich sag mal, Custom-Modellen von anderen Herstellern ist es genauso. Man sieht hier eine Polsterung, oder das kann man hier erahnen, das ist tatsächlich so, naja, einen halben Zentimeter, 5 mm ungefähr dick, eine Polsterung, die, wie ich vermute, auch als Auftriebelemente dienen. Und wie gesagt, die Taschen sind fest vernäht. Alle fest vernäht? Nein, nicht alle fest vernäht. Und das ist das Besondere von diesem Rig, wie ich finde. Das Beltkit hier, der Holländer, ist nämlich teilmodular. Das heißt, die hinteren Taschen, die hinteren vier Taschen,
1, 2, 3, 4, die sind fest vernäht und können auch entsprechend nicht verändert werden. Diese Taschen, die beiden vorderen, sind mit Molle aufgebracht. Einmal auf der rechten Seite eine Tasche und einmal auf der linken Seite Magazintaschen. Ja. Und das zeige ich euch mal am Beispiel dieser rechten Tasche. Auf die gehen wir aber auch gleich noch näher ein. Und mit dieser Lösung, die finde ich eigentlich ganz sexy, hat man ein teilmodulares Rig, wo man entweder die Taschen austauschen kann, man kann sich eigene dran machen, oder man kann untereinander tauschen, also einmal mehr Magazine oder einmal mehr Admin oder was auch immer, und hat hier vorne eine freie Fläche, die man selbst entsprechend bestücken kann. Das finde ich schon mal sehr cool. Also, wie bereits angesprochen, habe ich für euch das Rig mal getestet, habe das vollgeladen, so wie ich es für richtig halte, habe mich dabei an den, ich sag mal, Beladeplan des Prepared Pathfinder Videos oben verlinkt gehalten, um einfach mal zu gucken, was das so kann. Wir gehen mal die Taschen Stück für Stück durch, damit ihr mal seht, was das für Features hat und was so drin ist. An den Features erstmal, man sieht, wie gesagt, die vier Taschen. Erstmal hinten und die zwei abnehmbaren Taschen. Ich nehme jetzt die hier vorne mal aus. Was ich spannend finde, ist, dass hier an der Magazintasche, kann man hier sehen, oder an der Mehrzwecktasche, ist einmal noch Molle vorhanden, sodass man hier nochmal selber was dran machen kann. Ist aber tatsächlich nur bei der, wenn man das dann trägt, auf der linken Seite vorhanden. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir das auch auf der rechten Seite gewünscht, um dort eben nochmal ein Messer anbringen zu können, wo ich es dann auf meiner rechten Seite habe. Aber es gibt diese kleinen Schlaufen hier. Ich habe die zum einen genutzt, um hier ja, so ein bisschen eine Dschungelleine oder eine Tube ranzumachen. Man kann die aber auch ganz hervorragend nutzen, so wie ihr es gerade gesehen habt, um einen Bungee-Cord hier dran zu machen. Ich fädel das mal fix ein, damit ihr das sehen könnt. So. Übrigens ein Hack, den man relativ oft bei diesen britischen Bildkits sieht. Und den kann man hier entsprechend festhaken. Und hat dann den Vorteil, dass die hinteren Taschen, wenn man jetzt am Laufen ist, dass man die ein bisschen fixiert hat. Ja, man kann hier auch noch Material mit einschlaufen oder reinstecken, aber finde ich schon mal ganz gut. Oder man hat eben die Möglichkeit, noch Karabiner oder Ähnliches hier mit anzubringen. So, ich mache das mal wieder ab. Kommen wir vorne zu den Magazintaschen. Da gibt es nichts weiter zu erzählen. Man hat hier vorne noch eine, man sieht noch den Dreck, ja, noch eine Granattasche oder für eine Granate. Dann Magazintaschen, die, und das ist bei allen Taschen so, hier interessanterweise, hier oben sieht man das noch, die sind noch oben verstärkt, ja, also relativ dick, auch gummiert. Innen auch gummiert, kann man hier gut erkennen. Ja. Kann man Magazine reinpacken, ja, und es passen tatsächlich fast alle Magazinarten rein. Also wenn ich zwei von denen reinkriege, kriege ich bestimmt drei M16-Magazine rein. Das sollte nicht das Problem sein. Ich habe das hier noch optimiert, weil ich eine Lösung gesucht habe, wie ich meinen Tourniquet benutze, indem ich hier unten einfach, ihr seht das, durch die Ablaufösen, die auch jede Tasche hat, einen Bungee-Cord durchgezogen habe, um das Tourniquet zu befestigen. Nachteil ist, wenn das so befestigt ist, läuft natürlich das Wasser nicht mehr so gut ab. Ja. So, dann haben wir die vier Taschen, wie gesagt, außen. Erstmal hier Molle einmal, hier nichts, hier wieder eine Schlaufe, dann hier wieder eine Schlaufe und hier wieder eine Schlaufe. Ihr seht, unten habe ich hier mal noch ein Poncho angebracht. Mit demselben Trick, wie ich es quasi vorne gemacht habe, einfach Bungee-Cord verknotet durch die Ablaufösen und das ja, einfach reingefädelt. Jetzt habe ich hier auf der Seite eine Nalgene. Ich gehe gleich mal zur anderen, weil auch da ist eine Wasserflasche drin. Da ist noch gut Spielraum, also da ist noch gut Platz. Man kann dann also noch Wasser- und Keimungstabletten, vielleicht noch einen Kocher, das passt alles hier rein. Man kann hier innen sehen, auch das werde ich nicht nochmal ansprechen, ist überall gleich. Dieses Klettfeld, das kann man entsprechend zukletten.
Und dann hat man eine leise Öffnung nur mit dem Clips. Ja. Oder man macht es eben zu, so wie jetzt bei der, und hat eine relativ sichere Verwahrung. Ich habe diese Tasche, nein, wir gehen erstmal weiter. Also, wir haben hier Wasserflasche, hier habe ich sozusagen so eine Mehrzwecktasche. Ich habe jetzt hier drin ein T-Shirt oder ein paar Socken, wasserdicht verpackt, mein Pee-Päckchen. Auch da ist noch gut Platz drin, um, also man sieht, ich kriege hier noch zwei Hände rein, ohne Probleme, kann die entsprechend noch befüllen. Ja. Poncho habe ich angesprochen und hier hat man Platz für ein Erste-Hilfe-Päckchen und auch da sieht man, ich habe da so ein altes Brandpäckchen, Verbandpäckchen, Brandwunde, genau, und ein Erste-Hilfe-Set. Das passt hier ganz hervorragend rein und auch da hat man noch gut Platz. Genau, und jetzt komme ich mal zu der Tasche, die ich hier abgenommen habe, weil die tatsächlich nochmal ganz cool ist. Und da ist sie. Also, eine Tasche, als ich die in der Hand gehabt habe, dachte ich so, was ist denn das für ein Teil? Schon ganz schön cool. Also, wir haben zum einen außen zwei Mehrzwecktaschen. Die habe ich mal benutzt, um hier, kann man hier gut sehen, ein Multitool reinzupacken. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich mal leer gelassen, aber auch da kann man noch ein Multitool oder was Ähnliches reinpacken. Und man sieht hier auf der Rückseite, so sieht das aus mit den Molle-Sachen. Das Besondere an dieser Tasche, finde ich aber, ist das Material. Es hat nämlich, wenn ich das mal, also zum einen hier oben den Aufbau. Ne, man hat hier wirklich nochmal ein Admin-Element. Das heißt, man kann hier eine kleine Karte oder ein Cheat-Card oder was Ähnliches einbringen und kann das hier oben entsprechend rausnehmen. Aber diese Tasche ist echt extrem dick mit Gummi laminiert. Ich würde die nutzen als eine Art Admin-Tasche. Deswegen kann man hier auch sehen, ich habe hier einen Wasserfilter, ich habe hier ein bisschen Insektenzeug, ich habe hier eine Lampe, ein Signal-Panel, was zu schreiben, Waffenreinigungsgerät und so. Das passt alles hier rein. Ich vermute aber, dass es eher für einen Munitionsgurt gedacht ist. Also für ein MG-Schützen, das ja 5,56 Munition dort entsprechend verpacken kann. Deswegen auch hier ja, dieses Teilelement, sodass man das entsprechend die Gurte trennen kann. Weiß aber nicht hundertprozentig, ob es dafür gedacht ist oder eben nicht. Aber auf jeden Fall eine coole Tasche, die ich so in der Art auch noch nicht gesehen habe. Was ist denn das Fazit? Also, Leute, was ich alles für euch mache. Naja, also. Nochmal ein kurzes Feedback. Es ist halt ein Koppeltragestell, ne? Es ist halt ein Bergkit. Aber man kriegt viel rein. Und es behindert jetzt so beim Laufen erstmal nicht. Natürlich keine Waffe in der Hand, aber eigentlich ganz okay. Also. Fazit für dieses Beltkit. Ich muss ganz ehrlich sagen, für den Preis um die 60 Euro und wenn man Bock hat auf ein Beltkit, kauft euch das. Geht raus und kauft es euch, weil es hat alles, was man braucht. Ja? Also ich finde es teilmodular, das heißt, man kann noch ein bisschen dran rumstellen. Man hat die klassischen Elemente des Beltkits. Man hat einen guten Hüfttragegurt, den ich persönlich, also habe euch ja gezeigt, ich bin damit gelaufen, ich war damit im Schlamm, ich war damit im Wasser. Es war gut verteilt, das fühlte sich nicht schlecht an. Grundsätzlich muss man dieses Beltkit ein bisschen tiefer tragen. Das heißt, es liegt ungefähr, also es wird den Hintern überdecken. Ja. Das ist für den einen oder anderen ungewohnt, der es vielleicht gewöhnt ist, das höher um die Hüfte zu tragen. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass die Ablaufösen, ja, die ich ja bereits angesprochen, dass ich die ein bisschen zu klein finde. Also, als ich durch den Schlamm gegangen bin, waren die relativ schnell verstopft und dann stand das Wasser hier tatsächlich drin. Ich muss auch sagen, also, nach der Schlammschlacht, die ich für euch gemacht habe, brauchte ich mindestens einen halben Tag, um alles wieder sauber zu machen, weil ich alles sauber machen muss. Deswegen nochmal an euch da draußen, ja, gehört dazu, erst das Rost, dann der Reiter. Ja, wenn man draußen im Schlamm war, muss man auch seine Ausrüstung nachbereiten. Ansonsten, genau, ich hatte es hier schon angesprochen, es ist ein zuverlässiges Kit, von dem ich sagen könnte, probiert's aus. Von meiner Seite Daumen hoch. Ja, das war mein Beitrag zum Beltkit.
Wenn es euch gefallen hat, macht die ganzen YouTube-Geschichten, Daumen hoch, Glocke, liken und was auch immer. Ansonsten schreibt in die Kommentare, gefällt euch das Kit? Was haltet ihr allgemein von Beltkits, von Koppeltragesystem? Ist das outdated? Braucht man das noch? Ich sage tatsächlich, abgesessen, super Teil. Ja, man kann viel damit rumtragen, auch wenn man seinen Rucksack abgeworfen hat. Ansonsten geht raus, tut Dinge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh, fuck. Also, Wasserablauflösen ist gut und schön, aber die sind dicht. Hm. Nicht so cool. Warum mache ich diese Scheiße eigentlich für euch? Habe ich eigentlich alles wasserdicht verpackt? Ich hoffe. Warum ich hier liege, fragt ihr. Naja, ich will mal, dass ich die Taschen vollsaugen, damit es nicht mehr so neu aussieht. Muss das ja auch mal ein bisschen eingetragen werden. Ich stecke gerade fest und ich hoffe, ich komme hier raus, indem ich mich hier rausrobbe. Also, ist doch nicht so cool hier. Also mein Bein steckt gerade im Schlamm. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Ist ganz schön kalt. Kennt ihr das, wenn ihr schmutzige Stiefel im Gras sauber macht? Spoiler. Funktioniert nur so halb gut. So, nachdem ich erfolgreich eingesaut habe, muss ja auch mal gewaschen werden, oder? So, jetzt kannst du. Gesicht ist jetzt sauber, danke.